Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Diablo 3 auf Meister. Ich bin der Dracoart und wir stehen hier kurz davor, in Richtung Belial zu laufen, denn wir sind im Kadeum auf dem Bazar noch. Wir betreten allerdings jetzt gleich den Ballast. Ja, Atria ist bei uns, leer ist bei uns. Jetzt, Lea, benutze deine Macht, so wie ich es dir beigebracht habe, und reiße diese Tore ein. Trete zurück! Ich habe es noch immer nicht ganz unter Kontrolle. Sorgt euch nicht um uns. Ja, Lea, leg mal los. Zack, das Tor ist offen. Sehr schön. Die Stadt Kaldeum. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Ja. Oh, okay. Alles klar. So wie das aussieht, wird tatsächlich hier alles und jeder... Okay, doch nicht alles und jeder. Zwei haben es offenbar geschafft, die nicht verwandelt wurden. Ja, wir müssen mal hier halt schauen... dass wir vielleicht dann doch ein paar Leutchen vielleicht retten. Ich weiß nicht, ob das in unserer Macht so großartig liegt. Ich habe keine Ahnung. So, der läuft weg. Das ist schon mal gut. Es gibt kein Entkommen. Ja, meine Meinung. Aber trotzdem schade, dass Belial dann doch so eine extreme Macht ausübt, dass die Leute tatsächlich sich hier verwandeln, so mehr oder weniger. Ja, hier haben wir natürlich wieder diese obligatorischen Fallen von Belial, von den Dämonen. Aber Leute, wisst ihr was? Das ist mir gerade so was von schnurzegal. So. Da ist ja noch einer. Okay, ich glaube... Hier ist keiner weiter, oder? Täusche ich mich? Täusche ich mich? Nein, ich täusche mich natürlich nicht. Deswegen können wir beruhigt mal hier lang gehen. Und ja. Es scheint tatsächlich so, dass wir immer weiter in Richtung Belial marschieren. Denn was diesen Auflauf hier angeht. Auflauf, mit Auflauf meine ich nichts zu essen diesmal. Ausnahmsweise mal. Das kann alles nur auf eins hindeuten. Nämlich, dass wir jetzt langsam wirklich mit Belial abbrechen dürfen. Was auch langsam Zeit wird, wenn ich ehrlich bin, weil was der hier angerichtet hat. Ja, genau. Schuppenmagus, eine Prüfung, eine kleine Prüfung. So, oh, hoppla, da lebt ja noch jemand. Noch einmal, Tochter. Ich fühle mich so schwach. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du musst. Jetzt! Die Kraft ist in euch, Lea. Jawohl, Lea, komm, tu es. Öffne uns den Weg. Ich muss hier bleiben und mich um Lea kümmern. Okay, alles klar. Mach das mal, mach das mal. Wir schauen noch mal ganz, ganz kurz hier rein. Edelsteine, zack, zack, zack. Ja, plus 6,8% Schaden wäre ganz, ganz nett. Aber minus 11,4% sehe ich gerade minus 19,5% Erholung, ja. Das ist... Ja gut, okay, wenn ich das so sehe, hätte man wirklich gucken können, dass wir bei den Paragon-Stufen entsprechende auf Fähigkeit und Erholung gehen könnten. Also zumindest mal, ja, den Widerstandswert und alles erhöhen. Und letzten Endes dann den Schadenswert dann mithand der Rüstungsteile dann erhöhen. So wie ich das hier sehe, ne? Man hätte es natürlich auch andersrum machen können. Nur entsprechend auf Erholung und so weiter gehen können. So gekleidet? Ja. Ist natürlich schön, dass die gerade hier reinquatschen, ja. Aber ich denke mal, ihr wisst schon, worauf ich hinaus wollte. Wir gehen jetzt mal hier rein. Wir gehen mal hier rein. Hallo? Oh, liebe Leute, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ja, gut, okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Sudele, Leute, da sind wir wieder. Ja, gab ein paar kleine Schwierigkeiten. Ja, mein Rechner hat sich neu gestartet. Nicht gerade glorreich, deswegen, ich habe jetzt nochmal... quasi von den Toren von Kaldeum aus bis hierher nochmal alles spielen dürfen. Ich habe auch gleichzeitig ja die Bachakon-Stufe aufgelevelt. Ja, das hat funktioniert. Unbeabsichtigt natürlich. Ich stand natürlich schon kurz davor, ne, entsprechend hier, zack, eine Stufe aufzusteigen. Stufe 70 übrigens. Nee, war Stufe 70, Bachakon-Stufe 44. So rum. Nicht, dass ihr euch verwundert, ne? So, Abenteuer. Ein Punkt, den vergeben wir natürlich jetzt. Das wollte ich mit euch gemeinsam machen. Flächenschaden, Ressourcenkostenreduktion oder Leben pro Treffer oder Coldfund-Bonus. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Flächenschaden. Ja, wir gehen mal auf den Flächenschaden. Denn Schaden ist das, was wir momentan eigentlich am wenigsten machen, so in Relation gesehen. Ja, Leute, und jetzt, hoffentlich funktioniert's, auf in den kaiserlichen Ballast. Jawohl, jetzt funktioniert's. Den Göttern sei Dank, ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Zeigt mir den Seelenstein.
Wisst ihr, Belial, die Zeit für eure Lügen ist vorbei. Wie schlau von euch. Aber wisse dies, Nephalem. Asmodan weiß von dem Stein und allem, was er beinhaltet. Selbst wenn ihr mich besiegt, wird er euch und jeden einzelnen eurer kläglichen Art auslöschen. Na, das hört sich ja verführerisch an. Da haben wir ja schon bald gar keine andere Chance mehr, als uns hier entsprechend zu wehren. Wobei, wir können ja wirklich mal ein bisschen Freundschaft mit Belial schließen. Das ist doch alles kein Thema, oder, Leute? So, da. Was haben wir denn da hinten? Warum ausgerechnet müssen es Schlangen? Ja, alles klar, ne? Einmal eine Errungenschaft. Ich werde nicht fallen. Diese Welt ist mein. Ja, Kumpel, das denkst du dir aber auch noch so. Nur über unsere Leiche. So einfach kann man das doch sagen, oder? So, zack, einmal diesen hier. Belial. Ich werfe diese lächerlichen Illusionen von mir. Seht das wahre Gesicht des Herrschers der Hölle. Ja, natürlich. Zeig dich mal, Belial. Zeig, wer du bist. Oh yeah. Juhu, Leute. Alles klar. Was haben wir denn hier? Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Oha. 44,3k an Schaden. Das ist natürlich heftig viel. So, mal gucken. Bringt das überhaupt irgendwas? Auf jeden Fall machen wir schon mal kräftig Schaden. Und komm. So, Dille, Erfolg daneben. Jawohl. Huch, auf einmal wurde alles hell. Ja, wir sammeln mal das ganze Zeug hier mal fix ein. So, was haben wir hier? Belials Seele. Na, natürlich, okay, alles klar. Das finde ich mal schön. Da kann man vorher natürlich nochmal hier reingucken. Was haben wir denn bekommen? Beziehungsweise, was haben wir denn gelootet? Ja, ein seltenes Templar-Relikt. Ja, tötender Gewinn nennt sich das im Übrigen. Aber ja, der Templar, der ist gerade nicht bei uns. Wird das wahrscheinlich auch nicht mehr sein. So, seltener Beinschutz. Ja, minus 0,6% Schaden. Plus 6,2% Zähigkeit. Plus, minus 3,0% Erholung. Alles nichts für uns. Das ist gar nichts. Ja, ich erspare mir jetzt einfach mal, das alles im Detail vorzulesen. Es ist halt grob überschlagen. Nichts, was wir jetzt... Oder nichts besonders berauschend Gutes. So, Belials Seele. Mal her damit. Schnell, Lea. Schließ Belials Seele in den Stein ein. Es ist ironisch, dass ein so verderbter Mann wie Soltun Kull eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt. Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle. Lasst uns aus seinem Leben lernen. Je länger wir gegen das Böse kämpfen, desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Da könnte natürlich was dran sein, an dem, was, was der liebe Mann aus dem Himmel da uns erzählt. Ja, EP erhalten. 1 Million gerade mal. Und sag mal, ist hier wirklich alles in Ordnung? Ja, ich weiß es nicht. Ja, Fakt ist auf jeden Fall mal, ja. Wir haben es geschafft. Wir haben Belial aufgehalten. Wir haben ihn besiegt, ihn in dem Seelenstein eingeschlossen. Ja, selbst hier, ne? Okay, hier ist eine Truhe. Warte ich schon die ganze Zeit da? So, zack. Müssen wir ja noch aufpassen, dass wir nichts verpassen. Wäre natürlich recht peinlich für mich, ne? Wenn ich so eine Kleinigkeiten dann übersehe. So eine leuchtenden Truhen. Ich meine, die stechen direkt ins Auge, ja. Eigentlich kann man die gar nicht übersehen. Eigentlich, aber ihr seht es ja, ich kann es trotzdem, ne? Das ist, ich glaube, das nennt man auch Skill. Ja, das ist ein Talent, das kann auch nicht jeder. Deswegen, Leute, da bin ich doch stolz drauf, ne? Wirklichkeit nicht so wirklich, aber ist egal. Ja, mal schauen. Ich fühle mich, als wärt ihr meine ältere Schwester. Ist das unangebracht? Nun, ich werde euch keine Ratschläge in Sachen Männer geben. Und ich frage mich gerade... Ja, sorry, mein lieber Land, dass ich dich unterbreche. Wir gehen mal zurück ins versteckte Lager, denn da müssen wir eigentlich hin. Leute, ich sehe es hier gerade. Warum laufe ich hier die ganze Zeit durch den Ballast? Ich weiß es selbst nicht so wirklich. Ja, ich weiß es wirklich nicht. So, wir verkaufen aber zunächst mal noch ein paar Sachen bei Krümelchen. Was die Leute alles wegwerfen. Wollt ihr etwas davon kaufen? Nee, kaufen möchte ich nichts davon. Ja, komm, das können wir auch verkaufen, wenn es nicht so viel bringt. Halt, Moment, das Relikt, was bringt das denn?
Ja, zack, komm, weg damit. Dann reparieren wir uns zeitgleich noch unsere angelegte Ausrüstung. Packen das eine Dingelchen, was wir da noch haben. Ne, die zwei sogar. Die Magie sieht da. Und Amethystin in die Truhe und los geht's. Sprechen wir mal mit Tyrael, der Mann aus dem Himmel. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Ja, ich denke mal, das ist das, was die arme Lea tun werden muss. Ja, werden wird. Was, wie auch immer. Ja, schöne Sprache, die ich da momentan in den Sack lege. Leute, da hat irgendwas nicht hin. Gold erhalten. 4254. Ja, weiter. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss da mal was nachschauen. So, Leute, wieder zurück. Ja, eigentlich die Einstellung, die passen alle. Ich hätte es euch eigentlich direkt zeigen können, ne? Leute, hier, wir spielen auf Meister immer noch. Deswegen, ich hatte mich gerade ein bisschen gewundert, weil ein bisschen wenig Erfahrungspunkte, ein bisschen wenig Gold, was wir da gekriegt haben. Leute, ich weiß nicht, ob das normal ist, ne? Keine Ahnung. So, Karawanenmeister. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir beginnen mal einfach den nächsten Akt. Alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte?
Ja, Leute, herzlich willkommen. Ja, sorry dafür. Ich weiß nicht, was los ist. Ich muss hier wahrscheinlich nochmal nachjustieren. Wobei, wenn ihr euch erinnert, auch im ersten Durchgang war bereits dieser Bereich hier ein wenig, mit Problemen durchsetzt. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat letzten Endes, ne? Ja, gut, Leute. Aber wisst ihr was? Sorry dafür, aber ich werde an dieser Stelle jetzt tatsächlich einfach mal einen Cut setzen. Denn ich möchte nicht, dass hier noch mehr Probleme auftreten. Ich werde mich dem mal annehmen, dann mal schauen, ob das so weiter funktioniert in einer der nächsten Aufnahmen. Denn wie ihr wisst, ja, momentan, ich habe nicht allzu viel Zeit im Moment. Ja, auch wenn ihr das jetzt später schaut, ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme. Ich stehe kurz davor, dass ich mal ein paar Tage länger weg bin. Und deswegen habe ich da nicht unbedingt allzu viel Zeit für, weil ich auch noch ein paar Vorbereitungen treffen muss, ne? Also sorry dafür. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie gefallen. Ja, sorry nochmal dafür, dass das alles so ein bisschen chaotisch im Moment ist. Teilweise, was die Projekte angeht. Ja, technische Probleme. Ja, mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Erst kommt das eine, dann das andere. Wenn es kommt, dann gleich dicke, ne? So sagt man das so schön. Ja, nichtsdestotrotz, ihr wisst Bescheid, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Ja, seht's bitte davon ab, zu sagen, Mensch, das ist so scheiße, weil alles nur noch abstürzt. Ja, ich bitte darauf, mir zu vertrauen, das wird alles schon noch besser werden. Gut, Leute, ne? Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es weitergeht beim nächsten Part mit Let's Play Diablo 3 auf Meister. Bis dann, Leute. Ciao. Meister.